Dank ihrer überzeugenden Leistung bei der zurückliegenden EM, wurde Julia Gwynne gerade ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Mit ihren 23 Jahren zählt die Verteidigerin zu den jüngeren Spielerinnen des DFB-Kaders. Im Interview mit bunte.de spricht die Fußballerin, die beim FC Bayern München unter Vertrag steht, über die zurückliegende Europameisterschaft und den Boom im Frauenfußball. Bunte.de, wie geht man als so junge Spielerin mit dem Druck um, auf dem Rasen so viel Verantwortung zu haben? Julia Gwynne, wie sagt man so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Frau übrigens auch. Aber ganz ehrlich, ich bin es vom Teenageralter an gewohnt, immer Top-Leistungen bringen zu müssen und auch zu wollen. Egal, ob in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League oder eben für die deutsche Nationalmannschaft. Mein Anspruch ist es, in jedem Spiel das Bestmögliche aus mir herauszuholen. Den größten Druck mache ich mir daher immer selbst. Wie gehst du mit diesem Druck um? Mittlerweile weiß ich ganz gut damit umzugehen und habe meine Methoden, dass Druck sich nie negativ, sondern immer positiv auswirkt. Auch in dieser Hinsicht bin ich in den vergangenen Jahren gereift. Dass man dann mehr und mehr Verantwortung übernimmt, geht damit einher. Bildergalerie. Frauenfußball EM 2022 Ankunft der DFB-Frauen in Frankfurt. Bilder ansehen, 1:13, EM-Star Julia Gwynne, so richtig gespürt habe ich es dann erst auf dem Römer in Frankfurt. Hast du mit solch einem Empfang in Frankfurt gerechnet? Während des Turniers haben wir uns als Mannschaft eigentlich ausschließlich vom Hotel zu den Spielorten bewegt. Da bekommt man zunächst nur durch Anrufe und Nachrichten aus der Heimat mit, dass scheinbar eine große Begeisterung in Deutschland herrscht. Klar, die Zuschauerzahlen und Stimmung in den Stadien sowie die mediale Aufmerksamkeit vor Ort waren schon auch anders als die Jahre zuvor. Aber so richtig gespürt habe ich es dann erst auf dem Römer in Frankfurt. Was hast du in diesem Moment gefühlt? Du stehst da oben und blickst mit Gänsehaut und Freudentränen in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. In diesem Moment ahnst du, wir haben etwas Großes in Gang gesetzt. Julia Gwynne mit wichtiger Botschaft, es reicht nicht, das Feuer nur verbal zu entfachen. Was muss passieren, damit der Boom im Frauenfußball nicht abbricht? Wie schon gesagt, wir haben etwas in Gang gesetzt. Jetzt ist es Aufgabe aller, das zu nutzen. Wenn aus dem Moment ein nachhaltiges Umdenken stattfindet, haben wir eine echte Chance, für kommende Generationen von Fußballerinnen etwas Großes zu bewirken. Es reicht allerdings nicht, das Feuer nur verbal zu entfachen.
Es bedarf einer klaren strategischen Ausrichtung und weiterhin viel Basisarbeit. Davon darf sich trotz aller gerade vorhandenen Euphorie niemanden blenden lassen. Julia Gwin über die kommenden Wochen beim FC Bayern. Wie geht es für dich persönlich weiter? Die EM-Zeit war enorm intensiv. Von daher habe ich mich spontan entschieden, direkt in die Sonne zu fliegen und ein paar Tage am Mittelmeer zu verbringen. Als Nationalspielerinnen müssen wir gerade während eines Turniers mit einem sehr hohen Erwartungs- und Leistungsdruck umgehen. Der Tagesablauf ist komplett vorgegeben. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengend. Jetzt freue ich mich einfach mal darauf, in den Tag reinzustarten, ohne genau zu wissen, was ich machen werde. Aber bei Sonne, Strand und Meer wird mir schon was einfallen. Anschließend geht der normale Alltag beim FC Bayern weiter, mit der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Auch die Champions League-Qualifikation ist schon in Sichtweite. Und Anfang September stehen dann bereits die nächsten WM-Qualifikationsspiele mit der deutschen Nationalmannschaft an.